Thermik und Turbulenzen. Luftströmungen und Turbulenzen können das Flugverhalten eines Luftfahrzeugs stark beeinträchtigen. UAS sind dabei aufgrund ihrer geringen Größe besonders gefährdet. Beim Betrieb von UAS sind daher die erschwerten Bedingungen bei starken Windverhältnissen sowie die möglicherweise verkürzte Betriebszeit zu beachten. Starke Aufwinde sind vor allem beim Abstieg gefährlich. Befindet sich ein Kopter auf senkrechtem Abstieg, ist dieser bereits starken Eigenbewegungen unterworfen, da er durch seine eigens erzeugten Wirbel fliegt. Starke Aufwinde können dieses Phänomen verstärken und den Kopter dabei zusätzlich destabilisieren. Die beim Abstieg in einem starken Aufwind sehr geringen Rotordrehzahlen können zudem die Wirkung des Selbststabilisierungsmechanismus des Flight Controllers reduzieren. Abwinde beeinträchtigen das Flugverhalten von Koptern nur gering. Jedoch benötigen UAS bei Abwinden eine höhere Auftriebsleistung, was zu einem erhöhten Energieverbrauch und somit zu einer verkürzten Betriebszeit führen kann. Im Extremfall reicht die Leistung eines UAS nicht aus, um gegen die Abwinde anzukämpfen, was zum Absturz führen kann. Starke Auf- und Abwinde sind meist auf thermische oder dynamische Effekte zurückzuführen. Thermische Auf- und Abwinde. Je wärmer die Luft ist, desto geringer ist ihre Dichte und umso leichter wird sie. Werden bestimmte Landmassen von der Sonne besonders stark erwärmt, so erwärmen sich die darüberliegenden Luftmassen und steigen nach oben. Ein thermischer Aufwind entsteht. Die nach oben fließende Luftmasse verdrängt kühlere Luftmassen, die in der Folge nach unten fließen. Ein thermischer Abwind und damit ein Kreislauf entsteht. Zwischen den auf- und absteigenden Luftmassen können Turbulenzen entstehen. Diese thermisch verursachten Turbulenzen sind meist in großer Höhe anzutreffen und stellen insbesondere für UAS eine erhebliche Gefahr dar. Dynamische Auf- und Abwinde. Dynamische Aufwinde entstehen, wenn ein Luftstrom auf einen Hang oder eine Klippe trifft. Die Luftströmung wird nach oben abgelenkt und es entsteht ein Luftstrom, der entlang des Hangs nach oben fließt. Dabei gilt, je steiler der Berg und je stärker der Luftstrom, desto stärker der verursachte Hangaufwind. Luftströme, die sich von einem Abhang wegbewegen, können einen Sogwind verursachen. Es entsteht ein sogenannter dynamischer Abwind. Turbulenzen. Bei unerfahrenen Piloten stellen Turbulenzen eine häufige Absturzursache dar. Dabei handelt es sich um Verwirbelungen, die vor allem durch Objekte wie beispielsweise Gebäude, Wälder oder Böschungen entstehen können. Dabei werden die Luftströme durch ein Hindernis unterbrochen und bewegen sich nicht mehr linear, sondern rotierend. Auch Windanlagen und große Flugzeuge unterbrechen durch ihre aerodynamischen Profile den Luftstrom und können so Turbulenzen verursachen. Eine dritte Ursache stellen thermische Auf- und Abwinde dar. Treffen diese aufeinander, können ebenfalls entsprechende Verwirbelungen entstehen. Turbulenzen sind schwer vorauszusehen und ermöglichen dem Piloten daher nur eine sehr kurze Reaktionszeit. Sie können ein UAS ruckartig horizontal oder vertikal drehen. Piloten von UAS sollten sich daher vor dem Einsatz mit den lokalen Gegebenheiten vertraut machen.